Es kommt nicht alle Tage vor, dass man sich einem Titel konfrontiert sieht, den man am liebsten am Stück verschlingen würde. Ein Spiel, bei dem die Bindung zwischen Spieler und Charakteren so intensiv ist, dass man sich wünscht, die Geschichte würde nie enden. Ohne es lange vor euch geheim zu halten, Enslaved ist so ein Spiel. Bevor wir aber mit der Lobkeule ausholen, erst einmal ein paar Fakten zur Handlung. Wir übernehmen im neuesten Ninja Theory Titel den Nomaden Monkey, der sich zusammen mit der wenig zutraulichen und anfangs vor uns flüchtenden Schönheit Trip an Bord eines von Max besiedelten Raumschiffs wiederfindet. Wie wir dahin gekommen sind? Keine Ahnung. Enslaved schert sich wenig um die Vergangenheit, sondern lebt ganz für den Moment. Also Blick nach vorn und runter vom Metalltitan, der in Stücke zu reißen droht. Nach einigen ersten Kämpfen und diversen Akrobatikeinlagen haben wir auch schon die letzte Fluchtkapsel erreicht. Trip will uns zwar nicht öffnen, aber nach einer harten Landung überleben wir glücklicherweise trotzdem. Nur irgendwie anders. Mit einem Stirnband, das uns die ansehnliche Amazone bindet. Alice Schwarzer würde das freuen, wir dagegen nehmen Trips Befehle nur widerwillig entgegen. Aber es hilft nichts. Die Dame liegt uns im wahrsten Sinne des Wortes im Ohr und will, dass wir sie zu ihrem Heimatdorf bringen. Das Stirnband dient dabei als kleine Lebensversicherung, damit wir uns nicht so weit von ihr bewegen können. Außerdem stirbt sie, sterben auch wir. Zähne zusammenbeißen und los geht's. Enslaved hat einen ganz eigenwilligen Look. Von dem postapokalyptischen Setting beheimateten Titeln wie Fallout ist man eigentlich eine braune, trostlose Farbumgebung gewohnt. Hier sieht die Sache wortwörtlich anders aus. Die Unreal Engine 3 zaubert teils knallbunte Umgebungen auf dem Bildschirm und selbst Max wirken alles andere als farblos, von den Effekten ganz zu schweigen. Ist Enslaved deswegen automatisch aber auch ein Spiel für die Kleinen? Mitnichten. Im Kern besteht Enslaved aus den beiden Eckpfeilern Klettern und Kämpfen. Zwei Tätigkeiten, die Monkey scheinbar in die Wiege gelegt wurden. Da euch die robotischen Aggressoren zahlenmäßig überlegen sind und auch die Settings einige Tücken bereithalten, sieht man sich oftmals dazu gezwungen, an Gegnern und Gefahren vorbeizuklettern. Das klappt dank der recht flüssigen Akrobatiksteuerung ziemlich gut und sieht durch die hervorragenden Animationen auch so aus. Mitunter herrscht jedoch Widerstand. Nicht genug, dass das Handling sowieso schon generell leicht schwammig geraten ist, manchmal weigert sich Monkey auch merkwürdigerweise, bestimmte Ecken und Kanten zu bespringen. Solche Patzer enden aber glücklicherweise selten in unnötigen Negativsituationen und stellen nur kleine Kratzer am Lack dar. Genau mit denen hat auch das oberflächlich betrachtete Kampftreiben leichtes Spiel. Mag sein, dass die Kamerapositionen in den häufigen Nahkampfsituationen nicht immer optimal sitzt und gerade in engeren Locations die Übersicht raubt, wirklich schmerzen tut das aber nicht. Immerhin gibt es taktisch anhauchende Scharmützel, die trotz Monkeys recht begrenzten Action-Repertoire noch einiges hermachen. Neben den blanken Fäusten wehrt sich unser Held vor allem mit seinem Multifunktionsstab. Nicht nur, dass sich das Teil aufladen lässt und in einem Betäubungsschlag resultiert, nein, neben normalen Attacken langt vor allem die Fokusattacke so richtig zu. Nützlich ist selbige vor allem bei Feinden, die von einem Schild Gebrauch machen. Schon recht früh im Spiel darf man mit dem Stab übrigens auch Plasma- und Betäubungsgeschosse abgeben, die gerade auf größere Distanzen Sinn machen. Zu einem Shooter verkommt Enslaved dadurch aber noch lange nicht. Selbst dann nicht, wenn Monkey hin und wieder hinter stationären Geschützen Platz nimmt oder einem Gegner den Feuerarm ausreißt. Überhaupt wird alles im Spiel sehr wohl dosiert und abwechslungsreich. Nie laufen die Komponenten Klettern, Schießen, Kämpfen, die Settings, der Grundton und auch die erzählerischen Momente Gefahr an Würze zu verlieren. Enslaved ist eins der wenigen Spiele, die durchgehend von Anfang bis Ende zu motivieren wissen und die man auch gut in einem Ruck durchspielen könnte. Wir wissen zwar nicht, ob ihr am Stück rund 11 Stunden Zeit habt, aber wer das Experiment wagen möchte, dürfte nicht enttäuscht werden. Kletterpassagen wechseln sich munter mit Kloppereien ab, dann geht der Titel auch schon mal gerne dazu über, euch mit dem sogenannten Cloud eine Art Hoverboard zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr den ein oder anderen unterhaltsamen Bosskampf bestreitet, nur um danach eine der zahlreichen gelungenen Cutscenes zu genießen. So sieht perfektes Spieldesign aus. Einen Koop-Modus bietet der Titel trotz der beiden oft zusammen agierenden Protagonisten nicht. Skandal möchte man jetzt meinen, gar nicht so schlimm sagen wir. Trips Rolle für die Handlung mag zwar zentral sein, im Spiel agiert sie aber eher passiv. Nutzlos ist das Schmuckstück deswegen noch lange nicht. An vielen Stellen kommt ihr ohne ihre Fähigkeiten, beispielsweise für Ableckungsmanöver zu sorgen, gar nicht erst weiter. Zusätzlich dazu bietet die Gute neben einer Heilungsfähigkeit auch eine Art In-Game-Shop, in dem ihr Upgrades für euer Schild, euren Stab, eure Gesundheit oder eure Kampffähigkeiten gegen eingesammelte Tech-Orbs erwerben könnt.
eine runde Sache, die zudem noch zum Absuchen der leider oft strikt linear gehaltenen Abschnitte motiviert. Optisch und akustisch weiß Enslaved nahezu auf ganzer Linie zu überzeugen. Sieht man mal von einigen nervigen Rucklern und matschigen Texturen ab, ist das hier ganz groß inszeniertes Kino. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Gollum-Darsteller Andy Serkis als Director eingesprungen ist, am Skript mitgearbeitet hat und Hauptdarsteller Monkey als Pate für die Klasse-Animationen zur Verfügung stand. Die Effekte sind seh- und hörbar wuchtig, die Dialoge auch in Deutsch angenehm und das Score hält sich angenehm zurück. Xbox 360-Spieler sollten den Titel aber vorher unbedingt installieren, da das Geschehen ansonsten von oft auftretenden Nachladesessions unterbrochen wird. Alles in allem schickt Ninja Theory mit Enslaved ein qualitativ hochwertiges Action-Adventure ins Rennen um das Weihnachtsgeschäft, aber auch ein reichlich riskantes. Die Marke ist neu, das Setting hat kein Mainstream-Potenzial, trotz der beiden Hauptdarsteller gibt es keine Liebesgeschichte und auch auf einen Koop-Modus wurde verzichtet. Alles andere als verzichten sollten aber Genrefreunde. Enslaved ist endlich mal wieder ein Spiel, das sein Herz am rechten Fleck hat. Und schon alleine dafür sollte man dem Titel den Erfolg gönnen.